Jo Leute, was geht und herzlich willkommen wieder zu einem neuen Ranking-Video auf dem Kanal. Heute hoffentlich mal wirklich ein Video, was nicht eine Stunde lang geht. Und zwar möchte ich einmal mit euch mein Lieblings-Yu-Gi-Oh!-Monster ranken. Beziehungsweise möchte ich einmal hier alle Artworks vom weißen Drachen ranken. Ist mein absolutes Lieblings-Yu-Gi-Oh!-Monster, ne? Kaibus of Lieblings Character. Ihr seht da hinten einen echt fetten Blue Eyes, ich liebe den. Und mir wurde auch vorgeschlagen, ne? Einfach mal nicht nur Karten vielleicht zu ranken, sondern auch einfach Artworks. Und ich dachte mir so, ja, warum denn eigentlich nicht? Vielleicht auch mal irgendwie Karten, keine Ahnung, von wegen meine Top 10 Karten von Kaiba oder so weiter und so fort. Von Yugi, vielleicht auch einfach generell meine Lieblingskarten oder ähnliches. Ich bin, vergesst nicht, ich bin filthy casual, aber trotzdem mag ich natürlich sehr, sehr viele Anime-Karten. Und wie gesagt, der weiße Drache ist meine Lieblings-Yu-Gi-Oh!-Karte. Und warum den dann nicht einfach mal hier ranken mit all seinen Artworks, die es gibt? Es müssten zumindest alle sein, das ist zumindest Liste, die ich gefunden habe. Ich meine, ich habe gesehen, dass es ein neues Artwork gibt, irgendwie 25th im OCG. War jetzt leider nicht alles drin, habe keine gefunden, wo die mit drin war, aber ich bin ehrlich mit euch, ich mag das Artwork eh nicht, also können wir es auch einfach ruhig weglassen. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal direkt an. Wie gesagt, das Video soll nicht eine Stunde lang gehen, weil ich habe auch nicht so viel Zeit, ich muss in 40 Minuten zur Arbeit. Deswegen gucken wir mal hier das allererste. Das ist einmal das, ich glaube, das ist das originale Bandai-Artwork, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ist auf jeden Fall vollkommen in Ordnung. Ich finde das gar nicht so schlecht. Ich meine, ist halt natürlich das ikonische Artwork vom Weißen Drachen. So wurde ja eigentlich auch im Manga dargestellt, wie wir auch noch später in der Liste sehen werden. Finde ich vollkommen in Ordnung. Bin aber jetzt nicht der größte Fan von dem ganzen Stil, wie das hier ist. Man sieht halt, es ist noch sehr, sehr alt. Damals hat der Bandai dann die Karten gemacht. Die Karten sahen auch generell ziemlich anders aus. Ist auf jeden Fall in Ordnung, nicht furchtbar. Ich würde es ganz normal ins B-Tier tun. Ist halt immer noch das OG-Artwork an sich, wie wir es kennen, halt nur in etwas anderen Stil. Finde ich halt immer noch fein. Dann kommen wir einmal zu diesem weißen Drache. Das ist tatsächlich kein Thun-weißer Drache. Und nehmen wir ja auch keinen Thun-Card drin, es geht wirklich um den weißen Drachen. Das ist tatsächlich ein weißer Drache, der an den Manga angelehnt ist. Also, als der weiße Drache im Manga vorkam, hatte er so ähnlich diese Pose, okay? Und das war eine ultra geniale Szene tatsächlich im Manga. Die habe ich gefeiert generell. Der Yu-Gi-Oh!-Manga ist absolut genial, guckt euch auf jeden Fall an. Lest den. Klar, der Stil von Kazuki Takahashi, der ändert sich im Laufe der Zeit, der wird besser. Das war der Anfangsstil, sieht später im Manga nochmal ganz anders aus. Ich muss trotzdem sagen, im Manga war es cool. Die Karte hasse ich. Ich finde, die Karte ist so hässlich. Also das kommt in meinen Augen nicht mal annähernd dem originalen Artwork von Kazuki Takahashi gerecht, vor allem, weil die Szene auch wichtig ist, wo der hier auftaucht, ne? So, das war nicht einfach nur so das Bild, ja, aber da war noch halt sehr, sehr viel mehr mit dabei. Und deswegen muss ich echt sagen, ne, das ist für mich ein D-Tier. Ich mag das Artwork von dem echt gar nicht. Null. Gefällt mir kein bisschen. Bevor ich allerdings zu dem Artwork gekomme, das habe ich nämlich nicht angeordnet, würde ich einfach mal sagen, gucken wir uns doch einmal das richtig originale OG-Artwork hier an, ne? Ihr seht, ne, das ist etwas anderes Artwork, das komme ich gleich zu. Das ist das originale OG-Artwork, was wir kennen. Das gab es damals im Anime. Und das müsste das erste OCG-Artwork gewesen sein. Das müsste das allererste Artwork sein, was wir im OCG bekommen haben. Und das ist natürlich das ikonische Artwork, was alle kennen. Ganz ehrlich, da brauche ich jetzt auch nicht unglaublich viel zu sagen. Das ist ein S-Tier. Das ist ein fantastisches, wirklich fantastisches, ikonisches Design. Ich muss sagen, der weiße Drache sieht irgendwie später dann im Anime nicht mehr annähernd so aus wie auf dieser Karte. Also, keine Ahnung, der Kopf ist nicht annähernd so glatt. Lang nenne ich ihn mal, wie auf dieser Karte, wenn er im Anime vorkommt. Ich weiß nicht, wem ich da jetzt die Schuld geben soll, weil an sich, ja, die Karte sieht so aus, aber auch im Manga sah der weiße Drache nie so aus. Aber ich denke mir so, interesting, aber trotzdem geniales Design. Was wir hier haben, ist tatsächlich das ganz normale Rush-Duel-Artwork. Und ich persönlich finde die Rush-Duel-Designs richtig, richtig genial. Also ich bin ein großer Fan von denen. Das hier ist halt einfach nur das originale Artwork angelehnt. Muss ich aber sagen, ich mag das Originale doch noch ein bisschen mehr. Ich mag den Stil, ist gar kein schlechtes Design, auf gar keinen Fall. Ich mag das Originale doch noch ein bisschen mehr, auch, vielleicht auch wegen Nostalgie, aber mir gefällt der Stil einfach im Allgemeinen hier mehr. Deswegen muss ich sagen, ist immer noch ein gutes Design, kommt für mich ins A-Tier, aber ist halt für mich jetzt kein S-Tier wie das hier. Wie gesagt, klar, das ist halt so ikonisch. Dort trotzdem, ich glaube, da können wir uns drauf einigen, ist ein gutes Design, nur etwas anderer Stil. Gibt es tatsächlich zweimal hier drin. Einmal mit seiner Lichtblitzattacke und einmal ohne. Keine Ahnung, gut, okay, ist eine Altart, nehme ich mit, ist beides cool. Macht für mich aber den Braten jetzt nicht fett, wie wir im Pott sagen würden, ne? Es ist trotzdem ein cooles Design. Dann kommen wir einmal zu einem Artwork von Kazuki Takahashi tatsächlich, was er gezeichnet hat. Gibt einige Artworks, die Takahashi nochmal im Nachhinein gezeichnet hat. Und hier, finde ich, sieht er
Blue Eyes sehr, sehr majestätisch aus. Ich muss sagen, ich kann nicht perfekt erkennen. Ich glaube, das sind so Welten im Hintergrund, also so ein bisschen so das Universum. Wo ich nicht ganz verstehe, was genau das mit den weißen Drachen zu tun hat. Wäre, glaube ich, der Himmel ein bisschen angebrachter gewesen. Trotzdem finde ich einfach, das ist eine echt wunderbare Zeichnung. Das, was ich gerade meinte, man merkt, dass das Artwork oder das Zeichnen von Kazuki Takahashi sich im Laufe der Zeit immer mehr und mehr verbessert hat. Weil das ist halt nicht mal annähernd mit dem originalen Artwork zu vergleichen. Ist ein wunderschönes Design, wie ich finde, muss aber sagen, ich finde, es ist nicht irgendwie S-Tier und ich glaube, ich mag auch die Rush-Stuhl-Designs ein bisschen mehr. Nicht, weil das schlecht gezeichnet ist, super gut, aber einfach ist es halt so, das ikonische Pose hebt halt für mich noch ein bisschen heraus. Trotzdem ein super Design, ich würde es safe ins A-Tier tun. Dann haben wir allerdings nochmal etwas weiteres, was auch von Takahashi gezeichnet wurde, mit Kaiba im Vordergrund. Und ich liebe Kaiba wirklich. Kaiba, absoluter Lieblings-Yu-Gi-Oh!-Charakter, ne? Klar, ich liebe auch den Blue Eyes. Ich finde den Charakter, der ist so geil. Das ist so ein dummes Arschloch und ich feiere das. Muss aber sagen, für eine Karte gefällt mir das gar nicht so sehr. Wenn wir das einfach nur als generelles Artwork sehen. Mega genial, ich liebe es. Wenn ich es allerdings jetzt als Kartenartwork bewerten müsste. Ich weiß nicht, ich muss sagen, das gefällt mir nicht so sehr, wenn ich die Karte spiele, weil halt du hast den weißen Drachen nur so ein bisschen klein im Hintergrund. Ganz vorne ist Kaiba drauf. Coole Karte, ganz ehrlich. Cooler Typ eigentlich natürlich. Ein cooles Artwork, aber ich muss sagen, das passt für mich nicht so ganz zu einem Artwork von der Karte. Ich glaube, was ich geil gefunden hätte, wäre, wenn das vielleicht Kaiba-Man sein soll. Das heißt, du hast vorne noch ein bisschen größer, vielleicht sogar nochmal den Kaiba-Man und im Hintergrund hast du halt so einen weißen Drachen. Ich glaube, das wäre ein richtig, richtig geiles Artwork für den Kaiba-Man. Prinzipiell gut gezeichnet. Ich würde es trotzdem noch ins B-Tier tun. Wahrscheinlich aber sogar hinter das Bandai-Artwork, weil das hat für mich doch trotzdem noch so einen kleinen Nostalgie-Kick. Klar, ich habe die Karte nie als Kind besessen, aber es gibt mir trotzdem so einen kleinen Nostalgie-Kick, wenn ich mir ansehe, wie die Karte aussieht, einfach so alt. Deswegen, gutes Artwork an sich, aber nicht für eine Karte, muss ich sagen. Ich habe keinen Plan, was das hier ist. Ich glaube, das ist irgendein Spiel. Okay, der weiße Drache sieht aus, als wäre der, tut mir leid, halb behindert. Muss ich sagen, kommt für mich dann doch eher ins C-Tier. Also, keine Ahnung, ich weiß nicht, aus welchem Spiel das ist. Es scheint ein Game Boy Color Spiel zu sein. Ich glaube nicht, dass es Advanced ist, dafür sieht das auf jeden Fall nicht modern genug aus. Scheint doch sehr, sehr colorartig zu sein, aber nee, muss ich sagen, jetzt nicht so genial. Und hier haben wir jetzt wieder nochmal so einen Fall, den wir auch gerade hatten. Ich würde tatsächlich als allererstes tatsächlich gerne dieses Artwork hier bewerten. Und zwar ist das allererste Artwork, was wir bei uns im Westen in Legend of Blue Eyes bekommen haben. Ich glaube, das ist so ein Artwork, was sehr, sehr viele Leute spaltet. Wir wissen alle, das ist ein sehr, sehr ikonisches Artwork, einfach weil, ne, es das Anime-Artwork ist. Das hier ist aber auch an sich relativ ikonisch, weil es halt, naja, aus dem allerersten Set, der erste Blue Eyes war, den wir bekommen haben. Actually ist das das zweite Artwork, was die Japaner im OCG bekommen haben und wir haben es halt allererst bekommen. Ich weiß nicht genau, warum es getauscht hat. Hätte es nicht mehr Sinn gemacht, das Anime-Artwork zu nehmen? Egal, keine Ahnung, ich weiß nicht genau. Aber ich muss sagen, ich liebe dieses Artwork. Ich finde, dieses Artwork ist so genial, gibt mir halt auch ultra krasse Nostalgie-Gefühle. Und ich muss echt sagen, vielleicht eine unpopuläre Meinung, für mich ist das sogar über dem Anime-Artwork. Ich liebe dieses Artwork. Für mich sieht der weiße Drache richtig, richtig mächtig aus. Sieht aus, als würde er jetzt gleich anfangen, den Gegner anzugreifen. Und ich feiere, das wäre so eine richtig wilde Bestie. Und finde ich unglaublich cool. Riesiger Fan von dem Artwork, muss ich einfach sagen. Ist eine lange Zeit lang mein absolutes, also schon seit Ewigkeiten, mein absolutes Lieblingsartwork des weißen Drachen gewesen. Schon immer wird es wahrscheinlich auch bleiben, weil das ist ein fantastisches, wirklich ein fantastisches Design für mich. Und ich weiß, dass es halt sehr, sehr viele Leute spaltet, weil ich weiß, dass viele Leute, die dich cool finden, habe ich oft genug schon mit Leuten auch im Stream zum Beispiel geredet oder mit Freunden, die meinen, nee, der sieht halt aus, als wäre der behindert. Der Kopf geht so komisch zur Seite. Ich finde das coolste aus, würde gleich den Gegner angreifen. Aber ich weiß, es ist eine deutsche Spalte. Für mich, wie gesagt, absolutes S-Tier. Und was wir nämlich hier haben, das ist einmal das Artwork von Rushstuhl. Das ist sein Altart. Wir haben hier die ganz normale Rushstuhl-Karte. Und hier haben wir mal so eine Alter, so eine Full-Art, wo so wirklich richtig groß die Karte ist. Da habe ich letztens erst noch ein Video drüber gemacht. Schaut ihr gerne vorbei, wenn ihr möchtet. Wo ich einmal um die Karten-Artworks von Yu-Gi-Oh! Geredet habe. Und dass Rushstuhl extrem coole Karten hat. Und da ist halt auch diese Karte hier drin. Ich muss sagen, ich liebe den Stil. Ich wünschte, wir hätten Yu-Gi-Oh! Karten, die aussehen wie in Rushstuhl. Das ist absolut genial, wie ich finde. Ich muss aber sagen, ich mag den originalen Stil, wie gesagt, immer noch ein bisschen mehr. Wenn ich jetzt einfach nur quasi die Karte an sich betrachten würde, okay?
Das heißt, du gibst mir die Karte, wie die Karte aussieht. Sowohl vom OCG, sowohl vom TCG, wie auch von Rushduel. Würde ich immer sagen, ich finde die Rushduel-Karte cooler, weil ich das Design der Karte cooler finde, weil das ist so riesig, das geht so über die Border und so weiter und so fort. Das feiere ich. Rede ich jetzt aber nur vom Artwork, mag ich den originalen Stil mehr. Deswegen würde ich es einfach mal so bewerten, wie es einfach das normale Artwork ist und nicht wie das Kartendesign ist. Wie gesagt, als Karte wäre es wahrscheinlich für mich ganz oben an der Spitze. Das ist so genial für mich, finde ich. Das wäre wahrscheinlich für mich ganz oben an der Spitze. Wenn ich aber nur das Artwork vergleiche, muss ich sagen, ist es für mich immer noch S-Tier, eindeutig. Ich würde es aber allerdings immer noch von dem OG-Artwork und von dem OG-TCG, also OG-Anime und OG-TCG einmal trennen, würde ich sagen. Super genial und es kommt für mich wirklich darauf an, ob ich jetzt einfach nur das Artwork bewerte oder die Karte. Karte auf jeden Fall mich ganz oben als S-Tier. Dann haben wir hier einmal noch das originale Manga-Artwork gezeigt. So sah der weiße Drache damals aus, als der Manga gezeigt wurde. Wie gesagt, man erkennt, es ist noch relativ alt. Aber ich muss sagen, mir gefällt der Stil ein bisschen mehr als der Bandai-Stil. Vielleicht liegt es daran, dass du richtig erkennen kannst, dass es sich hierbei um den Manga handelt. Und ich muss auch sagen, bei dem Bandai-Artwork, bei der Bandai-Karte, keine Ahnung, ich bin nicht so überzeugt von dem Gesicht. Das sieht so ein bisschen, keine Ahnung, sieht aus, als wäre das so jung, als wäre so ein Babydrache. Versteht ihr, was ich meine? Hier sieht das auf jeden Fall gefährlich aus. Auf jeden Fall auch mächtiger. Klar, auch sehr stark an Anime-Artwork ähnlich, weil logischerweise ist daran angelehnt, das Anime-Artwork. Ich muss sagen, ich weiß nicht, ob ich denn die Spitze vom B-Tier tue oder vielleicht sogar schon ins A-Tier. Wie gesagt, es ist halt Manga. Ich liebe halt den Yu-Gi-Oh!-Manga, muss ich einfach sagen. Deswegen würde ich es wahrscheinlich sogar ins A-Tier tun, weil der Yu-Gi-Oh!-Manga ist genial. Ich liebe den, ich empfehle euch alle, den zu lesen. Der ist wirklich fantastisch. Feier ich. Dann haben wir noch 4 Designs übrig, obwohl 2 davon auch wieder die gleichen sind. Ich weiß, es gibt einmal den Blue Eyes, wo er seinen Lichtblitz einsetzt von der Welt und dann dahinter ist aber die Steintafel aus dem Anime. Okay. Muss aber sagen, beide Designs fand ich immer scheiße. Ich fand die beiden immer unglaublich hässlich. Deswegen muss ich sogar sagen, nein. Ich mag die Designs gar nicht. Ich glaube, das ist auch für sehr, sehr viele wieder Nostalgie, weil es die Karte relativ häufig gab oder auch gibt. Ich glaube, das ist ein Artwork, das ganz gerne mal benutzt wird im TCG. War das nicht auch das Artwork, was 25th war in der Box? Ich glaube nämlich schon. Muss aber sagen, sorry Leute, auf gar keinen Fall. Ich finde die furchtbar. Finde ich die furchtbarer als den? Ich finde die eigentlich alle 3 gleich furchtbar, muss ich sagen. Ich habe keinen Plan, wen ich davon jetzt furchtbarer finde. Ich glaube, es ist an sich relativ egal, wie ich das anordne, weil ich die alle 3 einfach nicht geil finde. Die haben auch alle 3 eine ähnliche Pose, fällt mir gerade auf, ne? Vielleicht ist es einfach die Pose, die es mir nicht antut. Guck dich an. Ich meine, die haben alle 3 ziemlich krass die genau gleiche Pose, nur etwas anderer Stil. Also ja, gar kein Fan davon, aber wie gesagt, ihr könnt das anordnen, wie ihr wollt. Es ist mir ziemlich egal. Ich mag das alles nicht so sehr. Dann haben wir noch 2 Artworks. Ich glaube, das hier ist nicht von Kazuki Takahashi, sondern einfach nur ein alternatives Artwork, was der weiße Drache bekommen hat. Aber ich meine, das hier ist auch, ich glaube, man sieht sogar die Unterschrift hier unten, ist auch von Kazuki Takahashi nochmal gezeichnet worden. Es sind auf jeden Fall auch 2 sehr, sehr interessante Designs. Fangen wir einmal hier mit an. Das ist in meinen Augen ein wirklich, wirklich schönes Artwork, wie ich finde. Das zeigt den weißen Drachen nochmal so richtig so seine Schönheit, nenne ich es einfach mal. So, du hast das Licht, was auf den hinunterstrahlt, der leuchtet halt auch so. Ist auf jeden Fall wesentlich weißer als in den meisten Artworks, weil in den meisten Artworks ist der einfach blau. Ich habe schon immer gesagt, ne, warum ist das eigentlich der weiße Drache mit eiskaltem Blick? Das ist nicht eigentlich der blaue Drache mit Laseratem. Ist sowohl im Anime eindeutig blau und halt auch auf den Karten blau, obwohl Leute versuchen, mir zu sagen, nee, der ist weiß. Ich so, Leute, das ist literally blau. Also, das ist ja literally blau, aber hier ist der weiß. Gut, bei dem Kaiba-Artwork sehe ich auch gerade, ist auch eher weiß. Aber das gefällt mir sehr gut, dass der weiß ist. Und ich glaube, ich fände es auch besser, wenn der weiße Drache eher mehr weiß wäre mit einem blauen Stich und nicht eher blau mit einem weißen Stich. Versteht ihr, was ich meine? Deswegen würde ich den tatsächlich auch hier einmal hoch ins A-Tier packen. Ich bin ein sehr großer Fan von dem Artwork. Finde das sehr, sehr schön. Finde ich auch besser als das hier auf jeden Fall. Ich würde es auf jeden Fall hier tun. Ich mag die Rushduel-Artworks immer noch ein bisschen mehr, ne? Wie gesagt, originaler Stil. Originalpose, anderer Stil. Und trotzdem ist die Karte schon ziemlich hübsch, muss ich sagen. Das ist ein echt hübsches Artwork. Und dann kommen wir einmal zu dem Artwork von Kazuki Takahashi. Hier ist auch wieder so eine Sache. Das sind so schöne Zeichnungen, aber ich sehe die einfach nicht auf Karten. So, keine Ahnung, das sind alles so coole Zeichnungen. Egal, ob das jetzt
Der hier ist, ich meine, gut, okay, der sieht gut auf einer Karte aus, finde ich, weil der so schon groß ist. Du hast den hier und halt den hier. Das ist für mich wieder ein schönes, wirklich schönes Artwork, aber auf einer Karte ist ihm das wieder viel zu klein und gibt dem Monster irgendwie nicht so wirklich die Präsenz, die es haben sollte für mich. Klar, wie gesagt, das ist auf jeden Fall wieder schön gezeichnet. Man merkt auf jeden Fall, also für mich sieht es auf jeden Fall wieder aus, als wäre er etwas weißer, tatsächlich. Was ja, sinnvoll ist, der weiße Drache. Trotzdem muss ich sagen, reicht es für mich einfach nicht ins A-Tier. Ich muss sogar sagen, ich mag hier, weil der Kerber drauf ist, sogar noch ein bisschen mehr. Deswegen kommt es für mich trotzdem ins B-Tier. Die Zeichnungen von Kazuki Takahashi sind niemals schlecht für mich. Die sind immer fantastisch. Aber dass es halt zu Kanon-Artworks wird, weiß ich, ich hätte die vielleicht eher für andere Dinge benutzt. Du hättest sie zum Beispiel nutzen können als Artworks für einen Ordner, für Hüllen und so weiter und so fort. Das finde ich wesentlich passender, weil das sieht ultra genau aus. Wenn ich eine Hülle hätte, wo Kaiba mit drauf ist, mit dem weißen Drachen, instant würde ich sofort kaufen. Ja, das gleiche hier mit dem hier und dem hier. Das sieht so genau aus. Oder einen Ordner, wo der genauso mit der Pose drauf ist. Das würde ich extrem feiern. Auf der Karte selber, weil das Problem ist halt bei den Yu-Gi-Oh!-Karten, habe ich ja schon im Video erzählt, die sind halt so klein, ne? Das ist halt so klein, das Bild. Und erstmal halbe Buch. Halbe Bibel erstmal mit dem Text, aber das Bild ist relativ klein. Und dadurch finde ich es halt immer schwer zu erkennen, wenn du halt solche Artworks hast, die ultra detailliert sind, wunderschön aussehen, aber auf Karten, dann müsst, für mich muss das Monster auf der Karte groß sein, damit das richtig gut zu erkennen ist, einfach weil die Fläche für die Bilder so klein ist bei den Karten. Aber ja, das ist auf jeden Fall einmal meine Liste für die Blue Eyes Artworks. Könnt mir gerne sagen, was für euch das allerliebste Artwork ist. Ich würde jetzt behaupten, dass die meisten Leute einfach den hier sagen. Also ich denke mal, die wenigsten würden jetzt eins der anderen Artworks sagen. Vielleicht gibt es sogar noch Leute, die das hier sagen würden und auch noch ein paar von denen hier. Aber ich glaube, das ist so das Einzige, wo inzwischen sich entscheiden würde. Ich glaube, die wenigsten würden sich Rush Duel sagen, weil ich glaube, die meisten kennen gar keinen Rush Duel. Aber wie gesagt, das ist meine Liste. Wie gesagt, Blue Eyes, Lieblingskarte. Ich liebe die trotzdem zum Großteil, die Artworks hier, außer euch drei. Ihr könnt euch verpissen. Ansonsten, wie gesagt, hoffe ich, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.